Mein Name ist Christina Burkhardt, ich bin 41 Jahre und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Shift School in Nürnberg. Also ich erkläre ja oder habe meinen Töchtern natürlich auch erklärt, was wir beruflich machen. Und das Erste, was ich ihnen mal erklärt habe, ist, dass ich sehr gerne arbeite, dass mir das Spaß macht. Und auch morgens, wenn die Kleine immer fragt, Mama, musst du jetzt weg? Sage ich, ja, ich darf arbeiten gehen, nicht ich muss arbeiten gehen. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges, auch für die Kinder, dass sie merken, das macht auch Spaß und es macht auch Freude. Arbeiten ist auch was Positives. Und dann sage ich natürlich, wenn ich sage, wir haben eine Akademie für Digitalisierung, können Kinder nicht so viel damit anfangen, dann erkläre ich ihnen einfach, wir haben eine Schule für Erwachsene. Dort kommen Erwachsene zu uns, die also in Teams zusammen über einen längeren Zeitraum lernen, so wie sie das in der Schule auch machen in der Klasse und mit sehr viel Spaß, mit ganz vielen verschiedenen Methoden, die sie da machen dürfen. Und wir holen dann auch öfter mal Kinder zu uns und zeigen ihnen, was genau wir machen, wie wir das machen und dass das eben Spaß macht, dass man sich natürlich auch anstrengen muss, aber Lernen ist durchaus auch was Positives. Ich habe Abitur gemacht, wusste nicht so genau, wie es, glaube ich, auch vielen geht, was ich denn nur eigentlich jetzt anfangen will und machen will. Habe dann erstmal Sprachen studiert in Erlangen. Danach wusste ich immer noch nicht so genau, also auch Übersetzung. Und dann dachte ich, das ist ganz toll, da kann ich von zu Hause arbeiten, wenn ich mal Kinder habe. Also wenn ich heute darüber nachdenke, was ich in dem Alter gedacht habe. Naja, und dann habe ich an der TH in Nürnberg International Business studiert. Einfach, weil ich Sprachen total spannend fand. Ich wollte mit internationalen Leuten zusammenkommen und fair enough, das BWL-Thema hat mich ehrlich gesagt gar nicht so interessiert. Habe das dann aber studiert und danach und habe im Studium schon die erste Tochter bekommen, zum Ende des Studiums. Ja genau, deswegen haben sich die Pläne auch so ein bisschen geändert. Ich war im Studium in Tokio, wollte dahin zurück. Habe ich dann aber nicht gemacht. Und dann habe ich Glück gehabt, habe bei einem Bekannten anfangen können im Bereich IT, Software, Personaldienstleistung hat er damals gemacht und auch Dokumentenmanagement-Software. Ich durfte das Marketing machen und war Assistentin eben der Geschäftsleitung. Habe dann nochmal gewechselt in den Bereich erneuerbare Energien, aber auch als rechte Hand des Vorstands. Habe dort auch CSA-Projekte gemacht, war sehr spannend, aber waren immer kleine Unternehmen. Das heißt, ich durfte immer sehr viel selber machen. Genau, und so war mein Werdegang, bis unsere dritte Tochter auf die Welt kam, die Lotte. Und da war ich dann in Elternzeit. Und dann in Elternzeit hat sich dann ergeben, oder haben wir dann so ein bisschen nachgedacht, dass wir selber ein Startup oder ein Unternehmen gründen. Was treibt mich an? Zum einen das Thema Menschen. Also ich liebe Menschen. Ich mag Menschen sehr, sehr gerne. Mich interessiert, wie sie sich verhalten, warum sie sich so verhalten. Natürlich auch das Thema Lernen und Bildung finde ich total spannend. Wir haben eine Akademie für Digitalisierung, aber ich komme nicht aus dem digitalen Bereich. Das ist eher mein Mann dann. Ich war eher sehr analog, könnte man schon so sagen. Aber dieses, wie können Menschen gut zusammen lernen, gut zusammenarbeiten, wie kann man das dann natürlich auch wieder in die Schulen bringen, das treibt mich total an. Da habe ich eine große Leidenschaft dafür. Das ist das, was mich total interessiert. Und um es auf Thema Digitalisierung zu bringen, das Technologische, muss ich gestehen, ist nicht so, dass das macht das alles möglich oder das ist der Auslöser für alles und das ist schon schön und spannend zu sehen, aber das ist nicht mein Fokus, sondern mir geht es wirklich um dieses Thema, was macht es mit den Menschen, wie verhalten wir uns da. Wir haben ja vor 4 Jahren gegründet und ich glaube, die ändern sich auch mit der Zeit, ja, so von Jahr zu Jahr oder ich weiß nicht, von Phase zu Phase. Sicherlich ist eine große Herausforderung dieses Thema jetzt, ist auch bei uns gerade, ne, an der Akademie immer wieder das Thema Wandel, Veränderung, aber du selber und dein Unternehmen wandelt und verändert sich ja auch oder sollte sich zumindest wandeln und verändern. Diese Frage, wie richtest du dich aus, wie radikal, wenn du irgendwas erkennst, machst du zum Beispiel auch Änderungen und guckst dann, wo geht's hin, das zu entscheiden und da auch irgendwie dann manchmal den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich setze jetzt mal auf das eine Pferd. Und das ist es dann und das kann aber auch krachen, scheitern und dann bist du eben weg vom Fenster. Das ist so eine echt große Herausforderung, da dann auch die schlaflosen Nächte irgendwie einigermaßen zu begrenzen. Und natürlich das Thema Mitarbeiter, das ist auch eine große Herausforderung, wenn du so zu zweit startest, irgendwie mit dem eigenen Mann und dann bist du doch so eine eingeschworene Gemeinschaft, dann kommt jemand dazu. Wie machst du das alles? Wie baust du das auf? Okay, jetzt kannst du nicht mehr einfach so davor dich hinmurscheln, wie du das gewohnt bist. Wie kannst du jemanden sehr gut integrieren? Das ist super spannend, aber auch eine super Herausforderung, genau. Beruflich, glaube ich, das größte Learning ist, zum einen auch mal Nein sagen zu können und nicht so sehr drauf zu achten, wie andere dich jetzt dabei finden. Ich bin jemand, der dadurch vielleicht, weil ich Menschen auch so spannend finde, ich beobachte unglaublich gern. Und das ist nicht so dieses, oh, schau mal, wie schaut denn die aus oder was macht denn der da, sondern es ist eher so dieses,
Mensch, toll. Also ich sehe Menschen, wie sie miteinander interagieren, oder ich will in andere Städte gehen, ich will sehen, was da passiert. Ja, zum Beispiel waren wir vor ein paar Monaten in Paris mal und da waren diese ganzen Lime und wie sie heißen, die Scooter alle schon da und denkst du, Mensch, krass, ja. Also ich will aber ich will neue Eindrücke haben, ich will gucken, was passiert um mich rum. Das finde ich super spannend, um mir dann Gedanken darüber zu machen, warum passiert das, warum ist das so, warum verhalten sich die Menschen jetzt gerade, wie sie verhalten. Das ist das eine, also sehr viel durchbeobachten. Das zweite ist tatsächlich lesen. Also ich lese, so ich denn Zeit habe und abends, wenn ich einschlafe, sehr gerne. Früher habe ich mehr gelesen, muss ich sagen, und vor allem dann drüber nachdenken. Podcasts mag ich auch super gerne. Ich habe sehr gern irgendwie das ganz nah am Ohr und ich mag nicht so gern das Video irgendwas schauen, weil ich immer das Gefühl habe, es lenkt so viel ab. Da höre ich sehr viel, aber immer dann auch mit Zeit, um drüber nachzudenken. Und was ich total wichtig finde, man muss sich auch ganz viel mit fremden Dingen, die nicht unbedingt immer so auf diese Arbeit fokussiert sind, auf dieses Thema digital und Gründer, Gründerinnen, das muss man sich auch, finde ich, viel, viel mehr noch holen, weil man den Blick dann hier wieder weitet und nicht immer nur in dieser, wie nennt man es neudeutsch so schön, Bubble ist irgendwie. Das halte ich für ganz gefährlich, denn nur so kann ich ja irgendwie auch sehen, was passiert denn eigentlich um mich rum in der Welt. Ja, nur weil ich der Meinung bin, dass das jetzt gerade total wichtig ist und dass das, was passiert, heißt es nicht, dass um mich rum das tatsächlich so stattfindet oder alle anderen das genauso sehen. Da kann man sich ganz schön verrennen. Ne? Also wenn man meint, oh, jeder muss doch verstehen, dass Bildung sich vielleicht ändern muss und dann, das ist aber vielleicht nur in unserer kleinen Filterblase. Das ist so, das tut, glaube ich, ganz gut, wenn man sich ganz viele andere Sachen auch mal anschaut und mit ganz fremden, in Anführungsstrichen, Dingen beschäftigt. Es ist natürlich schon so, dass du dich sehr gut organisieren musst, dass du lernen musst, also ich muss zumindest lernen, sehr viel auch um Hilfe zu fragen. Und damit meine ich jetzt, meine Eltern sind sehr viel eingesprungen natürlich. Tobias und ich haben uns dann immer abgewechselt. Ich glaube, die Komponente, dass wir auch noch zusammen gegründet haben, kommt noch mal mehr dazu, weil wir beide, egal wer irgendwie aufs Kind, ob das war ja noch ganz klein, Baby, aufgepasst hat, der konnte ja in dem Moment nichts machen, nur der andere. Und mit Hilfe holen meine ich auch so Sachen wie, dass man dann irgendwann kennt, okay, vielleicht brauche ich einfach jemanden zu Hause, der mir hilft beim Saubermachen und bügelt. Vielleicht brauche ich auch einfach jemanden, der für mich mal einkauft. Oder vielleicht brauche ich jemanden, der dann irgendwie die Kinder doch mal betreut, außer den Eltern, weil die können auch nicht immer einspringen. Das haben wir uns dann so gebaut. Es bedeutet sehr viel, super viele schlaflose Nächte. Zum einen klar, weil du nicht weißt, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren, aber auch Kind ist wieder krank. Du bist nicht mehr angestellt, du hast keine Kollegen, die das für dich machen, sondern dann musst du halt nachts ran. Es nützt ja alles nichts, das Zeug muss fertig werden. Einerseits habe ich mir das immer so schön vorgestellt, wie flexibel man dann ist und es ist toll und Vereinbarkeit, ne? Work-Life, Balance halte ich noch gar nichts davon, aber dass das sozusagen alles funktioniert, ja, natürlich kann ich es mir besser einteilen, aber es ist auch keiner da, der es für mich macht am Ende des Tages, also bin ich halt nachts dran. Das war das erste Jahr schon, aber sehr aufregend. Wir haben die Shift School vor 4 Jahren mal gegründet als Akademie für digitale Transformation, so hieß das damals, so heißt sie theoretisch immer noch. Ich würde es mal so sagen, es ist eine Schule für das Thema Digitalisierung. Zum einen, das ist ein Teil, das heißt, wir haben ein großes offenes Weiterbildungsprogramm. Offen heißt, es können ganz unterschiedliche Menschen zu uns kommen, also maximal 25 pro Jahrgang. Und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus den unterschiedlichsten Unternehmen, sind ganz bunt gemischt. Und die kriegen bei uns eine generalistische berufsbegleitende Weiterbildung mit dem Fokus Digitalisierung einfach in diesen 18 Monaten. Die sind dann an 18 Wochenenden da. Das ist das eine, was wir machen. Das zweite ist, dass wir natürlich auch sehr viel in und mit Unternehmen arbeiten. Wir bauen denen sozusagen auch entweder Lernprogramme oder auch Akademien, arbeiten, sind da mal einen Tag, sollen eine Keynote machen, sollen mit ihnen einen Workshop machen. Das ist und arbeiten zurzeit sehr viel im Thema Leadership und Teams, genau, und bauen da eben ein großes, langes Programm für die, dass die eben weiterentwickeln können. Das sind so die zwei großen Sachen, die wir machen. Und dann, was wir noch haben, das ist aber jetzt kein, das ist nicht unser Business, dass wir halt auch mit Kindern mal, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, so mein, oder auch Tobias ist da ganz begeistert, dass wir mal Schulklassen bei uns haben. Oder jetzt während des Digital Festival haben wir so einen kleinen Calliope Mini-Workshop einfach gemacht, weil das einfach Spaß macht und weil ich finde, wir haben schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung und möchten das Thema eben auch dann da weitertragen. Und ich mache noch viel im Bereich Gründerinnen und genau Frauensichtbarkeit in diesem ganzen Digitalisierungsbereich.
Ich war ja in Elternzeit mit der Lotte, mit der jüngsten Tochter. Und es war schon klar, dass ich eigentlich wahrscheinlich nicht mehr in das Unternehmen, wo ich vorher war, zurück kann. Ich habe dann ein Programm mitgemacht an der TH Nürnberg. Das hatte einen lustigen Namen, Women++. Akademikerin, schnell zurück in den Beruf. Und da habe ich mich das erste Mal so ein bisschen mit dem Thema Gründen an sich auseinandergesetzt, wusste aber nicht so genau, was und wie. Und Tobias hat in der Zeit schon immer, der war da gerade in Berlin sehr viel, hat da irgendwie auch bei Startups, hat die beraten, hat mit denen gearbeitet. Und dann hat er mir das schon immer erzählt, er gesagt, Mensch, oh Gott, Digitalisierung und die Menschen verstehen es einfach nicht und wir müssten eigentlich mal was Neues bauen. Und ich habe immer gesagt, irgendwann, naja, was heißt denn immer, man müsste? Also was genau muss man denn jetzt so machen? Dann hat er mir das erklärt und erzählt und irgendwann habe ich gesagt, pass auf, dann lass uns das jetzt einfach machen. Lass uns gucken, wie können wir ein ganz anderes Format vielleicht bauen, eine ganz andere Schule, genau, eine ganz andere Art, um Menschen auf dieses Thema vorzubereiten. Und so kam es, ehrlich gesagt, zur Shift School. Irgendwann haben wir abends gesagt, dann hat er gesagt, ja, machen wir es jetzt. Und ich sagte, ja, jetzt machen wir es. Was kann schon passieren? Zur Not ziehen wir halt vielleicht wieder bei meinen Eltern ein, wenn es schief geht. Mein Gott, wir haben zwei Hände und ein Köpfchen, also wir werden schon wieder irgendwo einen Job finden, falls es jetzt nichts wird. Das Einzige war natürlich mit den drei Kindern, muss schon zweimal drüber nachdenken, aber ganz ehrlich, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alles, was wir machen, ist darauf ausgerichtet, also auch die Methoden, die es bei uns gibt und das, was sie lernen, dass sie es möglichst schnell zurück in ihren Job bringen können. Also das ist nicht so, ich sage, das ist nur Theorie und dann, toll, dann haben sie irgendein Zettelchen, da steht drauf, die haben eine 3 oder was und damit kann man nichts anfangen, sondern dieses, dass du das möglichst schnell mit in ein Unternehmen zurückbringen kannst, dort auch Sachen ausprobieren kannst und natürlich so als Leuchtturm fungierst und anderen auch zeigst, cool, das ist Spaß, das macht Spaß. Wir haben ganz viele, die uns immer wieder Feedback geben, ach, und am Montag kommen wir mal alle und fragen, was habt ihr denn am Wochenende wieder in der Shift School gemacht und so. Also, dass da auch so ein positiver Spirit entsteht. Und natürlich brauchst du sehr, sehr viele Menschen, die selbstorganisiert arbeiten können, die Teams führen können. Und das ist auch ein sehr großer Teil, den wir in diesen 18 Monaten sehr stark immer wieder machen, immer wieder einüben. Und das sind, glaube ich, schon so Argumente, die dann ganz viele doch überzeugen. Und natürlich das Thema Digitalisierung und wie bringe ich diese Leute an einen Tisch, wie kann ich das vorantreiben. Natürlich. Also ich habe jetzt, wie soll ich sagen, ich habe hier sehr gern gegründet und bin auch sehr gern hier in der Region. Ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt in Berlin wäre oder was weiß ich, wo, ob es da so viel anders wäre, natürlich in ganz großen Metropolen, dann hast du vielleicht mehr Leute, mit denen du dich austauschen kannst, ein größeres Netzwerk, nochmal ein anderes. Aber ich muss sagen, ich fahre ja auch immer wieder mal irgendwo hin, um andere Leute zu treffen und zu sehen. Das ist damit dann schon gegeben und ich bin sehr happy hier in Nürnberg, muss ich sagen. Es gibt natürlich jetzt nicht so viele, gefühlt so viele Gründer und Gründerinnen hier in der Region, würde ich mal meinen. Das ist natürlich so vom Thema Vernetzung her, da könnte natürlich schon noch ein bisschen mehr passieren, wobei es da schon ganz viele, es gibt den Zollhof, es gibt die ganzen auch Coworking Spaces und da passiert schon ganz viel, aber das ist natürlich sowas, das würde mir noch besser gefallen, wenn es noch mehr gäbe zum Austausch. Ansonsten muss ich sagen, und ja, natürlich, wir haben, ich glaube, jetzt kommt ja dann eine eigene, das finde ich ganz gut. Nicht, dass nur aus Unis Gründer hervorgehen, aber überhaupt, dass da ein bisschen was passiert, dafür ist das, glaube ich, schon auch ganz gut. Und dann, glaube ich, entsteht da auch noch ein bisschen mehr.